Hallo, ich bin Markus von Roots of Change. Das folgende ist eine von mir genehmigte Videoübersetzung von AudioDub. Genieße es. Na gut, so, ich bin bereit, von Honolulu, Oahu, Hawaii, nach Majuro, den Marshallinseln, zu segeln. Ich bin jetzt schon seit über 3 Monaten hier, also habe ich einen Mietvertrag mit seinem Boot. Ich bin komplett dafür verantwortlich. Er hat mir das temporäre Kommando über das Schiff übertragen. Ja, ich habe eine 2000 Meilen lange, ziemlich gerade Route, ohne Land bis zu den Marshallinseln. Ich komme in die Nähe des Johnston Atolls, aber ich soll mich davon fernhalten, weil es nicht nur eine Giftmülldeponie ist, sondern auch ein Schutzgebiet für Tiere. Du sollst also nicht in die Nähe gehen, es sei denn, du bist in einer Notsituation. Hoffentlich werde ich keinen Notfall haben. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl dabei. Ich habe das Gefühl, dass dieses Boot, ich meine, ich kenne dieses Boot gut. Meine größte Sorge ist es, aus diesem Hafen herauszukommen. Ich meine, ich werde es morgen früh probieren. Ich werde etwas Hilfe haben, also habe ich ein gutes Gefühl dabei. Es wäre schön, eine zusätzliche Hand an Bord zu haben, nur für den Fall, dass etwas passiert. Los geht's! Du bist vielleicht neugierig, warum ich den Hafen noch nicht verlassen habe. Und du denkst vielleicht, dass ich kalte Füße bekomme oder so etwas in der Artikel. Und obwohl ich ziemlich nervös bin, ist das nicht der Grund, warum ich hier bleibe. Ich bleibe hier, weil ich einfach Lust habe, hier zu bleiben. Und ich habe einen Tag, um mich noch ein bisschen zu entspannen und alle Systeme auf meinem Boot durchzugehen. Und darüber nachzudenken, dass das Boot auf dem Kopf steht. Das ist eine wirklich gute Sache, an die man denken sollte, wenn man aufs Meer hinausfährt. Denn der Ozean kann einen ganz schön durcheinander werfen. Jetzt würde das Glasgefäß an der Decke zerschellen. Das ist also keine gute Sache. Diese Dinger hier könnten auf den Kopf fallen. Aber es sind nur Tortilla-Chips, also keine große Sache. Da drüben habe ich ein paar Zitronen. Das hier ist meine Notfalltasche, für den Fall, dass ich das Boot verlassen und in die Rettungsinsel springen muss. Ich habe jede Menge Lebensmittel und Vorräte und ein Radio und sogar ein kleines Solarladegerät für Elektronik. Und als letzten Ausweg habe ich noch dieses Ding, die EPIRB, Emergency Position Indicating Rescue Beacon. Ja, ich schnippe das an, um ein Notsignal zu senden. Das ist der letzte Ausweg. Ich habe Ries hier, um mir zu helfen. Er wird mir nur helfen, aus dem Hafen herauszukommen und dann auf die Wellen zu hüpfen und mit dem Boogieboard wieder hinein. Der Wind ist spät dran. Es ist ein bisschen böig. Nicht in eine tolle Richtung. Ich werde es hier aber bald ausprobieren, denke ich. Die Marshallinseln. Ihr habt schnell gehandelt und ich war nicht bereit. Ja, wenn du willst, kannst du das drumherum anziehen. Ziehe es mit dir, wenn du zum Bogen gehst. Ja, ich werde sie hier abbiegen. Es ist windstill. Ja, du kannst loslassen. Gut, pass auf dich auf. Ziehe sie einfach.
Deadhead Wind. Du willst die Hauptleitung erhöhen? Thank you. Adios. Wir haben Wind. Es weht dort drüben auf diesen Fahnen. Kein Zurück mehr. Wir haben diese Fock im Anmarsch. Willst du, dass ich den Gip hole? Ja, wenn du den Keil bekommst, werde ich ihn auf dieser Seite lockern. Oh, nein. Dir wird nichts passieren. Sie werden dir aus dem Weg gehen. Ich würde es auf der linken Seite umarmen, Kumpel. Ja. Nur für den Fall. Du weißt schon. Das nennt man also Routen der Veränderung. Wege der Veränderung. Bist du bereit? Klar, Mann. Pass auf deinen Kopf auf. Achte auf deinen Kopf. Zieh es. Ziehe weiter, ziehe es einfach. Na bitte, weiter geht's. Kannst du diesen Mast heraushalten? Es ist noch nicht zu spät, um umzukehren. Es ist viel zu spät. Ja, das ist es. Ganz und gar nicht. Es geht los. Was ist das? Ist das Russisch? Es ist ein finnischer Name, aber ich bin Estin. Mein Vater wurde in Estland geboren. Pukonakona bedeutet auf Hawaiianisch zäh, mutig und seltsam. Hab dich lieb, pass auf dich auf. Wo soll ich diesen Kerl unterbringen? Du kannst sie vorerst auf dem Keil drin lassen. Nur für den Fall, dass ich dich noch brauche, um ins Wasser zu gehen und das Boot von diesen Felsen wegzuschwimmen. Ja. Du wirst definitiv nicht in diese Felsen driften. Nun, der Wind wird mich nicht in diese Richtung schieben. Ja, wenn überhaupt. Nur ein bisschen Stress. Du bist die perfekte Person, die wir an Bord haben. Oh, das freut mich. Ehrlich gesagt war ich ein wenig besorgt darüber. Ich fühlte mich gut mit dem Zug durch den Kanal. Aber auch, eng, weißt du. Der Wind ist komplett abgeflaut, richtig? Als du an dieser Stelle warst. Ja. Ja, ich denke, ich habe den Wind von hier. Also, du kannst reinhüpfen. Pass auf, wo du hintrittst.
Ich bleibe drin, Kumpel, bis du damit fertig bist. Du fängst die Außeneinstellung ein. Na gut, ja, wenn du abspringen willst, ich denke, ich bin hier gut aufgehoben. Viel Glück. Ich danke dir. Echt jetzt, Alter. Ja, Mann, ich hoffe, ich treffe dich irgendwann mal wieder. Cheers. Tschüss. Later. Ich tue es. Ich tue es. Ich kann es nicht glauben. Ich bin am Segeln. Solo. Alleine. Zu den Marshallinseln.